Sport hat auf vielfältige Art und Weise einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit. Die Stoffwechselaktivität unserer inneren Organe und damit deren Funktion und Leistungsfähigkeit wird optimiert. Unser Bewegungsapparat samt Muskeln, Sehnen, Knochen und Gelenken inklusive dem Gelenkknorpel wird gestärkt. Nicht zu unterschätzen ist der psychische Effekt von Sport auf unser Wohlbefinden. Der Sport, der schärft unsere Sinne, verringert das Auftreten von Erkrankungen wie Depressionen oder Demenz und führt bei regelmäßiger Ausübung zu einem verbesserten Schlafverhalten. Ja, wir geben unserem Körper ein Ventil, mit dem wir den alltäglichen und beruflichen Stress ablassen können, während wir uns voll und ganz auf unseren Körper und dessen Leistungsfähigkeit konzentrieren. Jede Sporteinheit, und ist sie am Anfang auch noch so klein, ist ein entscheidender Schritt in Richtung gesunder und widerstandsfähiger Körper. Regelmäßige sportliche Betätigung ist erwiesene Prävention von Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Rücken- und Gelenkschmerzen. Und nicht nur das, regelmäßig dosierter Sport hält unseren Körper nicht nur fit, sondern verlangsamt auch unseren natürlichen Alterungsprozess. So haben Studien ergeben, dass 15 Minuten Sport am Tag unsere Lebenserwartung um bis zu 3 Jahre verlängern kann. Dennoch gibt es den einen oder anderen, der trotz intensiven Sports keinen positiven Effekt für seinen Körper feststellt oder, was viel schlimmer ist, auf einmal Beschwerden entwickelt. Ursache hierfür ist in vielen Fällen das Fehlen eines ganzheitlichen Konzeptes. Es ist nicht damit getan, einfach auf gut Glück loszutrainieren. Das klappt bei vielen, bei manchen geht der Schuss aber deutlich nach hinten los. Ich empfehle immer eine sportmedizinische Untersuchung, ja, eine individuelle Trainingsplanerstellung, und man muss ein Augenmerk auf die Ernährung richten. Und gerade insbesondere während dieser sportlichen Betätigung. Denn wissenschaftliche Studien haben erwiesen, dass trotz ausgewogener und gesunder Ernährung es sinnvoll erscheint, spezielle Nahrungsstoffe dem Körper zusätzlich hinzuzufügen. Ja, so machen wir es im Spitzensport schon seit Jahren, und da empfehle ich es auch jedem Freizeitsportler.